Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Let's Play. Was heißt Red Dead Redemption 2? Ich denke, jeder kennt Red Dead Redemption und eben Red Dead Redemption 2. Aber falls ihr das nicht kennt da draußen, das ist so eine Mischung aus GTA und Rollenspielelementen. Also wir sind Arthur Morgan und bestreiten als Outlaw oder als Cowboy unseren Weg mit Überfällen und. Also ich will gar nicht zu viel verraten. Dieses Spiel ist einfach ein Meisterwerk. Ja, und ich denke, mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Außer jeder, wirklich jeder, sollte dieses Spiel einmal gespielt haben. Weil wenn Rockstar ein Spiel macht, dann wirklich mit Liebe. Man kann wirklich sagen über Rockstar, was man will. Diese ganzen Sachen mit der GTA 3-Reihe und so weiter. Aber wirklich, wenn sie ein Spiel machen, dann mit Liebe. Und das merkt man eben, ja. Da sind wirklich Profis am Werk. Anders kann ich das nicht sagen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Freunde, ich will gar nicht weiter reden. Wir spielen das Ganze natürlich auf den höchsten Details, maximaler Auflösung. Das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist diese extra Shader. Weil da gibt es immer Probleme. Aber mit so einigen Mods für brutaleres Gameplay, mehr Blut. Das Eagle Eye ist jetzt nicht mehr so verwaschen und eine andere Farbe, sondern das sollte jetzt alles ganz clear sein. Freunde, oder clean sein. Ich will gar nicht weiter reden. Wir fangen einfach an. Ich hoffe, dass es alles so funktioniert, wie ich es hoffe. Und dann werden wir es ja sehen. Also ich freue mich richtig. Die anderen Spiele werden wir natürlich auch spielen. Aber ich hatte richtig Bock jetzt auf Red Dead Redemption. Und ihr anscheinend auch. Los geht's. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he, you know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah!
Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. In this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask, but what really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. We need you strong. Und damit nochmal herzlich willkommen, Freunde, zu diesem unglaublich, ja, krassen Let's Play. So, wir sehen, wir werden rausgeschickt. Leider muss ich da so ein bisschen reinreden, weil die wirklich die ganze Zeit reden. Das ganze Spiel ist auch ein bisschen wie so ein Film aufgebaut, ne? Also, das darf man nicht vergessen. Freunde, ihr könnt das ja auch unten lesen, falls es euch irgendwie stört. Hier einmal so, um zu zeigen, was dieses Spiel einfach leistet, ja? Also, wie krass das einfach ist, dass man da so vorbeilaufen kann, die ganzen Sachen abfallen. Unten die Spur im Schnee oder dieses Glänzen, jetzt sieht man das gerade gar nicht, dieser Schnee glänzt so krass. Kann man das vielleicht sehen irgendwie? Ja, da sieht man das so ein bisschen. Das haben sie so, so krass gemacht, ja. Also wie gesagt, wenn die was machen, dann machen die das wirklich, ja, kann man einfach nichts gegen sagen, ne? Also es ist auch eines der teuersten Spiele überhaupt. Ich weiß zwar gar nicht jetzt, was das gekostet hat, aber ich glaube, das zweit- oder sogar wirklich das teuerste Spiel der Welt. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Freunde, ich habe so richtig, richtig, richtig Bock. Also, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie viel Lust ich habe, einfach mal dieses Spiel richtig zu spielen. Ihr kennt das vielleicht selber, man geht rein, man spielt mal, man geht wieder rein, man weiß nicht mehr, was los ist.
Und jetzt möchte ich das einfach mal richtig spielen. Ich habe das immer mal angefangen und dann irgendwie den PC neu gemacht. Und dann waren die Saves weg, weil ich es vergessen habe zu speichern. Und jedes Mal fängt man von vorne an. Ja, das war damals bei Gothic 2 auch so. Das ist einfach richtig nervig, deswegen wollte ich das jetzt einfach mal als Let's Play wirklich mit euch zusammen da draußen durchspielen. Ich habe richtig, richtig Bock, habe ich ja schon gesagt. Und einfach mal schauen, ja, was das Spiel wirklich kann. Weil, wie gesagt, weit war ich nie. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? Well, he didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Alter, wie krass dieses Spiel einfach aussieht, ne? Und die Umgebung ist so riesig. Ja, also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, wie, also für jeden, der das da draußen nicht kennt, wie ein GTA im, ja, im Wilden Westen, ja? Aber wirklich auch sehr brutal, wirklich, wirklich sehr brutal. Ich habe jetzt alle Mods installiert, für irgendwelche Gore-Effekte, Blood-Splatters und. Und dann noch bessere Ragdoll-Physik. Also die Leute fallen ein bisschen besser um. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ja, ich habe es noch nicht getestet. Ich hoffe aber, dass das alles funktioniert. Wirklich, das Spiel sollte jetzt relativ brutal sein. War es davor natürlich auch. Ja, wer es kennt, wirklich ziemlich heftig schon. Also ich glaube sogar heftiger als GTA. Das trägt nicht umsonst die USK 18 Freigabe. Aber Freunde, wie gesagt, jetzt ist es um einiges brutaler und ich habe einfach so Bock. Ja, ich habe einfach so Bock, dieses Spiel einfach mal so zu spielen und ja, euch da draußen ja auch irgendwie zu zeigen, was das Spiel wirklich kennt. Für die Leute, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben, ja, die das jetzt wirklich zum ersten Mal gucken, weil sie einfach, keine Ahnung, diesen Kanal mögen oder sonst was, ja, gibt es ja auch. Ich habe einfach richtig Bock. Ja, ich habe richtig Bock und feiere das mega und hoffe einfach, ja, dass ich nicht enttäuscht werde. Das alles, was ich kenne, sage ich mal, also das ist wirklich, wirklich einfach krass gemacht. Ja, man kann es nicht anders sagen, also die haben sich wirklich mit dieser Thematik komplett auseinandergesetzt. Es ist alles schön dreckig, ja, schön rau, unser Charakter, wie er redet und so, die Sprüche, die sie bringen, also das ist wirklich eine Meisterleistung. So etwas nicht nur von der Grafik und der Optik und von den ganzen Sachen, von den ganzen kleinen Details, zum Beispiel von den Pferden, wie die sich bewegen oder wie die Leute sich bewegen, ja, dass sie jetzt so gebückt laufen, so ein bisschen, überall Schnee ist auf den, nein, auch einfach von der Machart, ja, wie die Leute sich unterhalten, das ist einfach, ja, einfach ein Meisterwerk, wie ein Film, anders kann man das nicht sagen, aber das war bei den GTA-Sachen ja auch so, ne? It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Ja, lass uns mal da runter. So, jetzt sieht man das nochmal so ein bisschen, wie das schimmert im Schnee. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das nur ist, wenn man das auf Ultra stellt. Ja, und mit allem auf das Höchste. Oder ob das sonst auch ist. Sonst ist mir das nie aufgefallen. Ja. Das sieht so, so krass aus einfach. Ja, die haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Und wenn man weiß, dass das rausgekommen ist, dann will ich gar nicht wissen, wie GTA 6 aussieht. Ja, da freue ich mich auch mega drauf. Das werden wir natürlich auch spielen, wenn ich dann noch lebe. Ja. So, anbinden. Es kann immer mal sein, dass ich nicht genau weiß, was ich überhaupt zu tun habe. Das bedeutet, oft ist es ja bei GTA so, dass irgendwelche Tasten so ein bisschen komisch verlegt sind oder belegt sind. Ich habe das jetzt nicht verändert. Aber wir kriegen das schon hin. Ja, wir kriegen das schon hin. So ein bisschen reinfummeln da. So, und jetzt guckt euch das mal an, wie krass der da durchläuft, ja. Und wie das da schimmert, Mann. Ja, einfach nur geil. Einfach nur geil. Es ist einfach so, so krass gut gemacht. Ich weiß nicht.
You two, get yourself out of sight. One lonely man. Fehlen mir wirklich die Worte. Ja, fehlen mir wirklich die Worte. Wie krass sie einfach diesen Sachen machen. So, im Schuppen sollen wir in Deckung gehen. Wie gesagt, ich rede so ein bisschen, auch wenn die da unten sprechen, weil sonst kommen wir einfach gar nicht dazu, ne? Sonst komme ich gar nicht dazu, dass ich irgendwas sage. Es kann auch gut mal sein, ja, dass ich mit dem Controller spiele. Jetzt hingegen spiele ich aber erstmal mit der Tastatur. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese ganzen Mods jetzt alle miteinander harmonieren. Hoffe es aber einfach mal. Ja. Ich glaube, hier sieht man das jetzt eh noch nicht so richtig, weil hier ist zu viel Schnee. Aber später dann. Okay, die Jungs sind, glaube ich, nicht ganz so nett. Ne? War das nicht so? Guck mal, da hinten läuft auch einer. Ah, was ist denn da drin? Ne? Ja, das ist eine Leiche. Okay. Ja. Da sollten wir unsere Baller einnehmen. So, hier geht das. Ach komm, wir schießen einfach um, ne, die Jungs? Einfach umknallen hier. Das ist natürlich Trauma. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an den Film Hateful Eight, wer den noch kennt. Ja, von Quentin Tarantino. Einfach auch ein richtig geiler Film. Genau diesen Flair hat das Ganze. So, der scheint tot zu sein, Freunde. Hey. So, da hat man, glaube ich, schon gesehen, dass die Physik ein bisschen anders ist. Ja. Und man sieht, glaube ich, auch, dass das ein bisschen brutaler ist jetzt. Aber das werden wir später auf jeden Fall auch noch sehen. Also wirklich, ich habe hier alles reingeklatscht, was ging. Alles reingeklatscht. Genau, und wir können die Leute ja durchsuchen, ne? Wie ging das noch? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Können wir den mit Kopf wegschießen einfach? Ja, man sieht, also Blut ist auf jeden Fall, glaube ich, mehr da. Es ist auf jeden Fall um einiges brutaler. Also sollte es auf jeden Fall sein, ja? Wenn jetzt einer sagt, nee, so ist es immer. Ich glaube nicht, ja? Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, das sehen wir später noch. Ob das jetzt besser geworden ist. Falls das jetzt wirklich nicht besser geworden ist, werde ich mir die Mods natürlich nochmal angucken. Ob ich da vielleicht irgendwas falsch gemacht habe, ja? Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Ich schreibe euch das alles natürlich rein, wie ihr das selber auch so spielen könnt, ja. Weil das interessiert ja immer viele. Man hat ja immer die Probleme, dass irgendwas nicht funktioniert oder sonst was. Und deswegen werde ich euch das natürlich in die Beschreibung mit reinschreiben, also unter diesem Video. In der Beschreibung steht drin, welche Mods ich verwende und eventuell auch, wie das Ganze funktioniert. Ja, warum gehe ich jetzt hier hoch? So, Tasche öffnen ist auf B. Das sind unsere Vorräte. Neu, was ist das hier? Haferplätzchen. Gut, dann fressen wir mal einen davon. Das haben sie halt auch geil gemacht, ne? Dieses ganze Essen und so von früher, dieses eingepackte Dosenfleisch und sowas. Das ist richtig geil. Richtig, richtig geil. So, was ist das hier? Augenwendig. Können wir mal von hinten rauf gucken. So rauf gucken. So, okay, super. Zack. Uninteressant. So, legen wir das mal wieder dahin. Alter, ich hab so Bock, Freunde. Ich meine das ernst. Ich hab so Lust, dieses Spiel zu spielen, weil es einfach so geiles Game einfach ist, ne? Es ist wirklich so ein super Spiel einfach. Ja. Obwohl ich gar nicht in diesem, Setting drin bin, ja? Mit Cowboys und sowas. Ja, bin ich eigentlich gar nicht so drinne. Ich meine, man weiß schon so ein bisschen, ja, wo es kommt, wann das war und so weiter. Wie das da ein bisschen abgegangen ist und so, ja. Aber sonst, wirklich, das ist das einzige Cowboy-Spiel eigentlich, was ich so kenne, wo ich richtig Bock drauf habe, ja. Auch diese Gunslinger und sowas alles, das habe ich alles ja, nicht gespielt. Aber das Spiel hier ist einfach ein Meisterwerk, ja. Also wirklich
jeder, der das nicht spielt oder es mindestens mal versucht, ja, der verpasst was. So. Und das sage ich wirklich selten. Aber hier, ganz klar, muss man das einfach sagen. Auch wenn es da draußen wahrscheinlich wieder den einen oder anderen gibt, der sagt, ach komm, das ist kein geiles Spiel. Ey, Freunde, wenn das kein geiles Spiel ist, dann weiß ich echt nicht, was ein geiles Spiel ist. Besonders auch von der Brutalität und so. Das ist einfach, das macht einfach richtig Laune, weil es sehr realistisch ist mit den, die Leute fangen an zu bluten und laufen dann rum und so. Aber ihr werdet das ja noch sehen, für die Leute, die das vielleicht nicht kennen. Ja, so, gucken wir hier nochmal nach. Ich will hier wirklich alles mitnehmen. Ja, alles gut, mein Freund. Bin doch gleich da. Und deswegen meinte ich auch zu euch oder eben, dass das so ein bisschen Rollenspielelemente hat. Wie man sieht, diese ganzen Sachen. Wir können zum Händler, wir können verschiedene Waffen nehmen. Ich glaube, wir können sogar Aufsätze verändern. Und so weiter. Ja? Okay, los geht's. Los geht's, Freunde. Gehen wir doch mal. Ja, wir schauen uns mal weiter um. Gehen wir mal in die Scheune. Vielleicht ist da ja noch was. Ja, mal gucken, was da ist. Was könnte da sein? So, und jetzt sieht man auch einmal, wie krass das mit dem Faustschlägen und so weiter ist, also wie gut das einfach gemacht ist. Ich glaube sogar, die Gesichter fangen an zu bluten. Also wirklich wie in so einem Boxspiel. Ja, wir können ihn töten, oder wir können es nicht. Aber erstmal hauen wir ein paar in die Fresse. Where's Como, Driscoll? No, my friend. Near the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Das ist echt übel. Auch die Hand. Unser Handschuh ist blutig. Also wirklich, die haben auf alles geachtet. I don't know more than that, I swear. Alles klar. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. Na, was machen wir mit ihm? I don't know anything else. Verschonen wir ihn? Please. Ja, natürlich verschonen wir ihn. Spare me. Okay, das war natürlich nur ein kleiner Spaß. Natürlich verschonen wir ihn nicht. Denn er war ja auch böse. Na, so, erstmal unseren Hut hier wieder nehmen. Unsere Knarre. Und dann läuft das Ganze. Nee, so einen können wir natürlich nicht davonkommen lassen. Das geht natürlich nicht. Aber was wir mitnehmen, ist sein Pferd. Ja, komm. Komm, du Strolch. Ja, okay, boy. So, und schon führen wir das Ganze mal raus. Ich meine, das braucht er sowieso nicht mehr, ne? Krass das aussieht. Guckt euch das bitte einmal an. Ja, welches Spiel sieht so aus wie Red Dead Redemption 2? Außer ihr kommt jetzt mit The Last of Us und so weiter. Aber das ist halt eben nicht so weitläufig, ja? Das Spiel ist nicht so weitläufig, auch wenn das richtig geil ist, ja? The Last of Us Part 2 besonders. Aber dieses Spiel ist einfach, ja, ein riesiges, man könnte echt sagen, Rollenspiel, ja? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Are you... Oh, you fool. Michael. Miss, now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago.
in my husband. Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. And that's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed.